Ich bin gut aufgelegt. Und das verstehen Sie bitte im doppelten Sinne. Einmal, weil Sie soeben den richtigen Anfang der Platte gefunden haben. Und zum anderen deshalb, weil ich Ihnen zwei Publikumslieblinge ansagen darf. Deren Namen mit Heiterkeit, mit Lachen, mit Witz und Humor verbunden sind. Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil. So möchte ich Sie einladen, mit mir Gast zu sein bei einigen von den vielen 100 Veranstaltungen, in denen dieses Komikerpaar Lachstürme verursacht hat, wie zum Beispiel in der Szene über den Klavierkauf. Sie beginnt mit einer zunächst noch gütigen Belehrung durch Herrn Preil. Aber blenden wir uns mal ein. Ich sage es Ihnen doch, Sie können nicht einfach hingehen, sich ein Klavier kaufen, es ins Zimmer stellen und sich einbilden, Sie wären ein großer Musiker. Dazu gehört doch ein bisschen mehr. Herr Preil. Ja. Darum bin ich also glücklich, dass ich Sie getroffen habe. Sehen Sie mal, Sie wissen immer alles. Sie können immer alles. Und Sie haben immer ein offenes Herz für mich gehabt. Jetzt übertreiben Sie aber. Natürlich. Bitte? Ich wollte sagen, Sie waren doch immer mein Idol. Das heißt Idol. Jetzt geht das schon wieder los. Also kaum sagt man ein Wort, schon helfen Sie mir. Würden Sie mir auch helfen, wenn ich mir ein Klavier kaufen will? Beim Klavierkauf helfen? Natürlich. Oh. Aber sagen Sie, wozu brauchen Sie eigentlich ein Piano? Nee, nun ist schon falsch. Also ich möchte mir ein Klavier kaufen. Ja, Klavier und Piano ist doch dasselbe. Ja, das ist dasselbe, ja. Moment, wissen Sie zum Beispiel, was ist Pforte? Pforte ist zum Beispiel eine Tür. Nein, das ist keine Tür. Das hätte ich mir denken können, ist natürlich keine Tür. Ja, klar. Pforte heißt stark. Ja, ist eine starke Tür. Nein, es gibt doch zwei Pforte. Ja, ein Eingang und ein Ausgang. Nein, es gibt zwei Pforte, lieber Freund. Eins mit PF und eins mit F. Ah, Sie sprechen von Windfangtüren, die machen so pff. Und die anderen machen nur pff. Ich rede von musikalischen Werten. Was ist zum Beispiel das Gegenteil von Pforte? Gegenteil von Pforte? Mhm. Also, ich meine, gegenüber von der Pforte. Da ist vielleicht ein Fenster, oder? Nein, das Gegenteil von Pforte ist Piano. Weil ich würde vorschlagen, wir machen es so wie immer. Ich probiere es mit Ihnen, nicht wahr? Damit es dann im Ernstfall auch klappt. Ja. Nehmen wir an, Sie hätten so einen alten Klavierladen. Ich komme des Weges und kaufe bei Ihnen ein... Das Spiel kenne ich. Aber ich bin einverstanden, gut akzeptiert. Aber ich habe keinen alten Klavierladen. Ich habe einen Musiksalon. Das ist klar. Ich bin ein Experte. Und zu mir kommen nur Kapazitäten, die ein neues Instrument erwerben wollen. Haben Sie das bitte schön verstanden? Ja, ist alles klar. Zu Ihnen kommen die Katzen. Die Katzen. Na, was ist? Kommen Sie nun, ja? Ich komme. In meinen Laden, ja? In Ihr Laden. Gut, das ist wunderbar. Herr Preil, nur eine Frage vorher. Ja, wo ist Ihre Pforte? Was? Wer bitte? Na, die Salonpforte. Oder. Oder die Ladentür. Das ist doch völlig egal. Das ist mir nicht egal. Ich komme ja nicht durch die Wand. Ja. Also bitte, wenn es Ihnen recht ist, Herr Hecht, ja? Ist alles recht. Hier ist der Laden, ja, der Musiksalon, bitte, hier. Ja. Und da kommen Sie dann so herein. So, ja. Da ist recht, Herr. Ja? Ich komme. Bitte schön. Oh. Ja. Schon komme ich. Na? Was machen Sie denn? Was soll denn die Verrenkung? Nun kommen Sie doch endlich. Herr Herrich! Was ist denn? Was machen Sie da? Ist Ihnen schlecht? Ich betrachte Ihre Schaufenster. Menschenskind. Bin mir noch nicht recht schlüssig, nehme ich dieses oder jenes. Also kommen Sie jetzt endlich herein. Ich ja? komme, jawohl, ich komme. Bitte sehr. Kling, klang, klung. Bitte, was war das eben? Es war die Salonpfortenglocke, oder? Oder schlicht die Ladenbimmel, nicht? Wie Sie wollen. Also bitte lassen Sie jetzt den Blödsinn und kommen Sie endlich rein, ja? Ist recht. Kling, klang, klung. Was denn jetzt schon wieder? Hab die Tür zugemacht. Guten Tag. Guten Tag. Herr Experten, ich hätte gern... Ja, bitteschön. Ich bin eine Kapazi. Tät! Bitte? Tät. Ich tät gerne ein Klavier kaufen, ja. Ich bin nämlich ein Bigamist. Ja. Sie sind kein Bigamist, Sie sind ein Pianist, ja? Ein Bigamist ist ein Mann, der zwei Frauen hat. Und ein Pianist ist ein Mann, der... Zwei Klaviere hat. Ach, Menschkind! Ist gut.
ist mir recht, Herr Ex. Ich nehme dann zwei Klaviere. Dürfte ich vielleicht erst einmal ein Instrument vorführen, ja? Ja, was hätten Sie denn so auf Lager? Auf Lager. Ich habe am Lager habe ich zwei wunderbare weiße Flügel. Ja, nein, Herr Pfeil, ich will ja kein Engelchen werden. Wir haben uns da missverstanden. Ich bin sicher im falschen Laden. Ich wollte ein Klavier kaufen. Ja, bitte, weiter jetzt, ja? Weiter. Schauen Sie sich um. Oh, Herr Ex-Breit, hier ist was Schönes. Ja. Das würde genau meinen künstlerischen Ansprüchen genügen, hier dieses. Ja, bitte. Darf ich das mal betrachten? Bitte sehr, betrachten Sie es. Das ist schön gebaut. Das ist hübsch, ja. Bitte sehr. So eckig, so schön. Oh, wird ja immer schöner. 1, 2, 3, 4. Na, es wird stimmen, nicht, Modellina? Ja. Gut. Wunderschön, ja. Naja, ach, schade. Wieso schade? Schade, es ist schon verkauft. Wieso ist es verkauft? Na, hier steht's doch drin, an den Kollegen Blüthner. Blüthner ist die Herstellerfirma, lieber Freund. Ja, das ist eine Weltfirma. Sie können das Klavier haben. Bitte betrachten Sie es, überprüfen Sie es. Jawohl, überprüfen. Ja, ist stabil gebaut. Ich nehm's, wickeln Sie es bitte ein. Sie sollen die Resonanz überprüfen. Die Resonanz? Ja. Die was? Resonanz überprüfen. Ja, sehe ich auf den ersten Blick. Herrlicher Hochglanz hier, das ist wunderbar. Herr Richt, wollen Sie bitte etwas spielen? Spielen? Ja, bitteschön. Ich? Ja, natürlich. Ja, spielen? Naja, ein paar Töne anschlagen. Ein paar Kessetöne anschlagen. Sie sollen keine Kessentöne anschlagen. Eine Tonleiter probieren. Ah, oben auf der Leiter probieren, wie es von oben aussieht. Das kann ich machen. Also wenn Sie jetzt nicht spielen, gibt es überhaupt kein Instrument. Also bitte fangen Sie an. Ist recht, jawohl. Bitte sehr. Oh, schön. Ich dachte, es ist breiter. Herr Pfeil, entschuldigen Sie, eine Frage jetzt. Sagen Sie bitte, Herr Pfeil, ja, bitte? Könnte ich nicht vorher mal Einblick nehmen in die Gebrauchsanweisung? Oh, bitte! Zum Klavier gibt es doch keine Gebrauchsanweisung. Das ist aber schlecht. Wieso ist das schlecht? Das ist ganz schlecht. Wie soll man sich auskennen hier bei den vielen Hebeln? Das sind keine Hebel, das sind Tasten, ja? Das sind keine Hebel, das sind Tasten, ja? Und die gibt es in Schwarz und in Weiß, wie Sie sehen. Ich weiß. Die Weißen sind für die heitere Musik und die Schwarzen für die Trauermärsche. Die Schwarzen sind die halben Töne. Ah ja. Halbe Töne? Halbe Töne. Halbe Töne? Halbe Töne. Dann kostet das Ding 2000 Mark. Das ist nicht halbe Töne. Aber die halben Töne brauchen Sie doch zum Musizieren. Ich brauche keine halben. Die brauchen Sie zum Musizieren. Natürlich. Zistis Fiskis. Ja. Was ist? Zistis Fiskis sind halbe Töne, lieber Freund. Das brauchen Sie zum Musizieren. Zum Beispiel, wenn Sie Bach spielen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Also das halte ich nicht aus. Nein, Bach ist auch schwer zu verstehen. Stehen Sie auf! Jawohl. Stehen Sie auf! Warum? Ich will Ihnen eine Tonleiter zeigen. Ja, ist mir lieb. Bitte passen Sie auf. C, D, E, F, G, A, H, C. C, ja, hier. So, das ist der Tonleiter. Ja, ich kenne es ein bisschen anders. So, na, das hör auf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F. Hören Sie auf, Schluss jetzt! Sie können auf dem Klavier kein ABC spielen. Oh, geht aber auf, das ist schön. Also mir liegen die, hier nochmal, Herr Breit, warte mal, hier. A ist kaputt, fangen wir bei B an. B, B, B bis Z hier. Und das Ganze am Abend, B, Z am Abend. Oh, B, also Z. Bitte, ist denn sowas möglich? Nein, wir kommen ja wieder. Ach, das ist ja lächerlich. Es ist ja unglaublich. Herr Preil? Ja, bitte. Soll ich Ihnen noch ein bisschen was tun? Nein, Sie tasten nicht mehr. Aber dann eine andere Frage, Herr Preil. Sagen Sie bitte, aus was für Material sind denn diese Tasten? Achso, das möchten Sie wissen, aus welchem Material? Material? Aus Elfenbein. Ach, aus den Beinen von kleinen Elfen, das ist ja... Aus Zähnen. Ach, aus Zähnen von Elfen. Oh, das müssen aber alte Elfen sein, wenn die so groß sind. Von Elefanten. Herr Pfeil, jetzt reden wir aneinander vorbei. Sprechen wir bitte von Elfen oder von Elefanten? Was ist jetzt? Kennen Sie einen Elefanten? Oh ja, ich kenne mehrere Elefanten. So? Ja, im Busch sind fünf. Bitte? Im Busch sind fünf. Nein, im Busch sind unzählige, im Indischen sowie im Afrikanischen. Ja, und im Zirkusbusch sind fünf. Ach bitte, ja, im Zirkusbusch. Na bitte, wie Sie wollen. Bitte, was hat der Elefant rechts und links am Kopf? Zwei Ohren. Nein! Das habe ich mir denken können, er hat natürlich keine Ohren. Aber ich weiß es diesmal ganz genau, Herr Breil. Ein Elefant hat Ohren, der hat so groß... Oh, Entschuldigung.
Entschuldigen Sie, jetzt standen Sie meinem Elefanten im Wege. Also der Ohren. Große. Ich rede jetzt vom Elfenbein, ja? Wie man sich verhören kann. Na, man hat ja auch nicht so große Ohren, nicht? Ich dachte, wir reden von Elefanten, aber gut, zurück zu den Elfen. Was schaut dem Elefanten rechts und links aus dem Maul? Zwei Elfen. Nein! Elfenbein! Ach, nur noch die Beine von den Elfen. Hat er die gefressen? Ein böses Tier ist das. Nein, die Stoßzähne. Elfen haben Stoßzähne? Nein, Menschenskind! Die Elefanten haben Stoßzähne, ja, und die sind aus Elfenbein oder aus Zahnbein, wie man sagt. Ich dachte, was heißt Zahnstein? Na, also. Mach mich wahnsinnig jetzt. Elfenbein war sehr wertvoll, ist auch heute noch sehr wertvoll. Und früher wurde es sogar geschmuggelt, schwarz gehandelt. Ah ja, und daraus wurden dann die schwarzen Tasten. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen, ist doch lächerlich, Menschenskind. Albern sowas. Gut. Was gibt es am Klavier noch zu beachten? Ja, da gibt es sicher... Oh, ja, hier, ich sehe schon. Was denn? Herr Preil, hier unten, da sind noch zwei güldene Tasten. Das sind keine güldenen Tasten, das sind zwei Pedale. Und wo sind die Pedale? Wo sind die Pedale? Was weiß denn ich, wenn die Zwerge spielen hier? Wenn die Zwerge, Mensch! Wozu sind die Pedale? Wozu sind die? Was weiß denn ich, Herr Preil? Vielleicht ist links das Gas und rechts die Bremse oder irgendwas. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich rede nicht vom Auto, ich rede vom Klavier. Also bitteschön, werfen Sie einen Blick hinein. Oh ja, gern, danke. Bitte, was stellen Sie fest? Es hat keinen Vergaser. Ist denn sowas möglich? Ein Klavier hat keinen Vergaser. Ich rede doch nicht vom Auto, Menschenskind. Ja. Schauen Sie hinein, ein Klavier hat Saiten. Ja, und die sind gespannt. Kreuzweise. Also das habe ich mir gedacht. Was haben Sie sich gedacht? Dass Sie jetzt noch ausfallend werden. Wieso? Kreuzweise. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Kling, klang, klung.